Dreipunktbiegung kommt in der Konstruktionspraxis relativ oft vor. Das Ganze sieht wie folgt aus: der gesamte Designraum und die Konstruktion wird zweimal befestigt, auf der linken und auf der rechten Seite, und mit einer Querkraft belastet. Du als Konstrukteur stehst immer vor ähnlichen Herausforderungen, denn du musst ja immer den Konflikt zwischen mehr Tragfunktion und weniger Ressourceneinsatz lösen. Das soll heißen, die Konstruktion muss einmal biegefest und biegesteif sein, also die technischen Vorgaben erfüllen. Andererseits muss sie natürlich auch leichtgewichtig und kostengünstig sein. Und da stellt sich immer die Frage, wie musst du das Ganze gestalten, um diesen technisch-wirtschaftlichen Konflikt zu lösen? Und der erste Schritt bei der Gestaltung einer solchen lasttragenden Konstruktion ist immer Topologieoptimierung. Mit der Topologieoptimierung näherst du dich der Lösung aus zwei entgegengesetzten Richtungen. Das heißt, mit Hilfe dieser Methode schaust du, was passiert in dem Spannungsfeld zwischen der Lasteinleitung und den Lastaufnahmen. Wo gibt es das hoch beanspruchte Material? Diese Bereiche müssen wachsen, mehr davon. Und wo gibt es minder beanspruchtes Material? Und diese Bereiche müssen schrumpfen, weniger davon. Und so näherst du dich der technisch-wirtschaftlichen Lösung. Wie machen Topologieoptimierung mit einer Optimierungssoftware von der Firma Altair mit Inspire? Wir sind jetzt in der Inspire-Umgebung und das ist unsere Konstruktion, die wir optimieren wollen. Das ist der gesamte Designraum, auf der linken und auf der rechten Seite fest eingespannt und mit einer Querkraft belastet. Und die Frage ist, wie müssen wir hier diese Konstruktion, Biegekonstruktion gestalten, um A, maximale Biegesteifigkeit zu erreichen und B, minimal Masse. Und diesen Konflikt lösen wir mit Inspire spielerisch. Wie? Zuerst schauen wir uns die Minimallösung an. Also ich habe Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, Inspire, füll bitte die 5% des gesamten Designraumes, die am meisten arbeiten, die also am meisten für die Lastübertragung tun. Und das ist dann die Antwort von Inspire auf diese Frage. Und du siehst, das sind die Kraftpfade, die sich entstehen. Es sind im Grunde zwei V-förmige Anordnungen, einmal der im Außenbereich und die V-förmige Verbindung zu der Krafteinleitungsstelle. Und das ist das Skelett, was sich daraus ergibt für diese Belastungskonstellation. Eine Animation dazu, um zu erkennen, wie sich das Ganze aus dem Block heraus kristallisiert. Okay, die eine Lösung, Minimallösung, das ist das Material, welches wir unbedingt brauchen, um die Tragfunktion zu erfüllen, die 5%. Jetzt die Maximallösung, und zwar die 65% Lösung. Und hier erkennst du aus diesem Bild, ist das überflüssigste Material, was wir aus Kostengründen unbedingt entfernen müssen. Also sind es einmal diese Randbereiche außerhalb der Kraftpfade und einmal die Bereiche in der neutralen Faser. Und dieses Material muss aus Kostengründen auf jeden Fall weg. Wenn wir das Ganze abspecken lassen, sieht es so aus. Und auch dazu eine Animation.
Also nochmal, es sind also die 35% des Materials, blau dargestellt, die man unbedingt entfernen muss, um die Massen- und Kostenziele zu erreichen. Nun schauen wir uns die Lösung, die 33% Lösung an. Also eine Lösung, bei der man das bestmögliche Steifigkeits-Masse-Verhältnis erreicht. So sieht das Ganze aus. Aus diesem Bild sind drei wesentliche Erkenntnisse. Erstens, entsprechend dem Biegemomentverlauf von den Lastaufnahmen zur Lasteinleitung nimmt das Biegemoment linear zu, sind auch die Außenkontur gestaltet. Also eine bikonvexe Anordnung der Außenkontur, der Silhouetten des Biegeträgers. Zweiter Punkt, die V-förmige Verbindung zwischen der Krafteinleitung und den Außengurten. Und der dritte Punkt, wir sehen die Wandstärkenverhältnisse. Außengurte, die arbeiten mehr, müssen also dickwandiger gestaltet werden und diese Streben, die V-förmige Streben, die sind weniger beansprucht, müssen entsprechend dünnwandiger sein. Und so ergibt sich das Konstruktionsskelett für diese Lastlagerungssituation. So sieht das Ganze aus. Wenn wir das animieren, sehen wir, wie aus dem Block das Konstruktionsskelett entsteht. Okay, weitere hilfreiche Darstellung sind die Zug- und Druckelemente, Außengurt unten Zug, oben Druck, blau und die in Kraftrichtung angeordnet V-förmig die Zugelemente, entgegen der Kraftrichtung die Druckelemente. Das ist dann das gesamte Skelett als das Zusammenspiel aus Zug- und Druckelementen. Nochmal die quantitative Bewertung der Analyse. Ausgangsdesign. Aus dieser Gegenüberstellung erkennst du einmal die Verschiebungen, die liegen bei etwa 400 Millimeter und die Masse bei etwa 1200 Gramm. Das kannst du auch an der Balkenlänge erkennen. Im optimierten Zustand sind die Verschiebungen liegen bei fast 1/10 Millimeter und die Masse bei ca. 400 Gramm. Das Entscheidende ist hier an dieser Stelle das Verhältnis der Steifigkeiten, in diesem Fall hier die Verschiebungen, zu den Massen, in diesem Fall grau dargestellte Balken, und in dem optimierten Zustand ist das Verhältnis der Steifigkeit, der Verschiebungen zu der Masse wesentlich höher. Und das ist ja auch das erstrebenswerte Ziel, was wir mit der Topologieoptimierung verfolgt haben. Und schon haben wir das Skelett und damit die Grundlage für die weitere Konstruktion. Zurück zu unserer Gestaltungsfrage. Die Antwort auf diese Frage kennen wir bereits. Und zwar, das ist folgendes, muss jetzt bei der Gestaltung dieser Konstruktion beachtet werden. Im ersten Schritt wichtig ist, dass wir eine Biegekonstruktion immer von außen nach innen gestalten. Denn die Außenbereiche sind für das Erfüllen der Tragfunktion besonders wichtig. Also erstmal die Außengurte. Diesem Obergurt. Und dann entsprechend korrespondierende Untergurt symmetrisch dargestellt.
Das sind die beiden Außengurte. Dann eine Verbindung zwischen der Krafteinleitung und den Gurten. Eine V-förmige Verbindung. Der zweite wesentliche Punkt. Und als dritter Punkt nochmal, in Kraftrichtung, wichtig die Unterscheidung, in Kraftrichtung die Zugelemente plus und die beiden Streben. Entgegen der Kraftrichtung die Druckelemente minus dargestellt. Wichtig an dieser Stelle nochmal, dass die Außenbereiche höher beansprucht werden und entsprechend auch dickwandiger gestaltet werden müssen. Die inneren Streben werden weniger beansprucht, also dünnwandiger. Und das ist das Konstruktionsskelett für diese Belastungssituation. Wie ist nochmal die Gesamtbilanz? Der Zeitaufwand ungefähr eine halbe Stunde. Gestartet sind wir mit dem gesamten Bauraum von 100%. In diesem Ausgangszustand hatte die gesamte Konstruktion eine massenspezifische Steifigkeit von 196 Newton pro Millimeter pro Gramm. Durch das Abspecken der Konstruktion haben wir die Masse auf 33% reduziert. In diesem Zustand ist die spezifische Steifigkeit liegt bei 263 Newton pro Millimeter pro Gramm. Also zwei Drittel des faulen Materials entfernt und ein Drittel des fleißigen Materials beibehalten. Das ist dann die Lösung durch die Topologieoptimierung. Und dadurch haben wir die spezifische Steifigkeit um plus 34% erhöht. Und damit das Konstruktionsskelett geschaffen und die Grundlage für die weitere Detailkonstruktion.